kaum zu glauben, wenn man den Austin Healey in seiner Schönheit sieht, dass dieser kleine britische Sportwagen den Beinamen The Pig, das Schwein, trägt. Am Äußeren kann es jedenfalls nicht liegen. Das Design ist klassisch britisch formvollendet und begeistert bis heute die Liebhaber schnittiger Roadster. Aber das gefällige Fahrzeug hat seine Tücken, gilt als schwer beherrschbar und das Heck bricht gerne aus. Selbst geübte Fahrer haben mit dem Spiel zwischen Gas und Schubkraft zu kämpfen. Deshalb verpasste ihm die legendäre Rennfahrerin Pat Moss schließlich den wenig rühmlichen Spitznamen, auch wenn der Austin Healey 40 Rennsiege bei internationalen Rallyes einfuhr. In Amerika boomt die Wirtschaft und nach Jahren der praktischen Familienkutschen stehen in den 50ern moderne Roadster besonders hoch im Kurs. Bei der Earl Scott Motor Show 1952 in London stellte Donald Healey seinen Healey 100 vor und begeisterte damit nicht nur Len Lord, den Geschäftsführer der BMC British Motor Company. Man vereinbarte, künftig gemeinsam unter dem Dach von BMC Austin Healeys zu bauen. Eine glückliche Kombination, denn der sportliche Hintergrund des ehemaligen Rallye-Fahrers Donald Healey und die Produktionserfahrung der British Motor Company, zu deren Marken Austin zählt, vereinten sich zu einer populären britischen Sportwagenmarke. Im Jahr 1959 erscheint der Austin Healey 3000 und beendet die Ära der Austin Healey 100. Der 3000er unterscheidet sich nicht wesentlich von seinem Vorgänger, hatte aber einen aufgebohrten 6-Zylinder-Stößelstangenmotor und in der hier gezeigten Version Mark III stolze 128 PS. Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 194,7 km pro Stunde angegeben. Der 3000er hatte im Gegensatz zu seinem Vorgänger ein klappbares Verdeck und durch Kurbeln versenkbare Scheiben. Das Aus für den besonders in Amerika sehr populären Sportwagen war 1968 mit der Einführung der US-Abgasnorm besiegelt. Inzwischen hat der BMC-Konzern Austin Healey komplett übernommen und ersetzt den Wagen zum Entsetzen seiner Fans durch den TR5. Insgesamt wurden in den 9 Jahren Produktionszeit 42.922 Austin Healeys gebaut.